Einen wunderschönen guten Morgen an einem fantastischen Freitag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Case und Kaffee. Heute geht es rein in eine Spectrum 2 Case. Ein großes Fest, meine Freunde, Spectrum 2, die Empress, P250 See You Later, da ist die Animation, fantastisch, landen bei einem Blau. Wunderbar, wunderbarer Start in den Tag. Auch Triqua, die sieht ein bisschen abgenutzt aus. Einmal die komplette Seite mitgenommen. Das ist sehr viel testet, oder? Schon stark viel testet. Das haben wir hier 2,8, jawohl. Da sind wir nämlich. Aber muss ich sagen, ist ein schicker Skin. Also ich finde den per se nicht verkehrt. Mein Rechner macht komische Geräusche. Aber abseits davon, wirklich geil. In den letzten Folgen hatten wir immer die Problematik, dass sich das schöne Rad nicht gedreht hat, wenn wir eine Case geöffnet haben. Mein Johnny hat die Erklärung dafür. Das mit dem Laden passiert immer, wenn du einen Skin davor inspectest. Diesmal nicht inspected, direkt reingegangen. Es hat funktioniert. Das heißt, bisher, Johnny, 100%ige Erfolgsquote. Grüße gehen raus an dich. Für Fake Nyko ist es überhaupt kein Wunder, dass ich auf Budget-Skins stehe, wenn ich im Monat ca. 100 Euro für Keys ausgebe. Und das hat auf jeden Fall einen Funken Wahrheit in sich. Auf der anderen Seite sind Budget-Skins einfach geil. Du könntest dir natürlich auch Geld zusammensparen, um den Dragonlord zu kaufen, aber für wesentlich weniger Geld gibt es einfach wesentlich geilere Skins. Nur weil ein Skin viel wert ist, heißt es nicht automatisch, dass er auch geil ist zu spielen. Und das ist halt so das Ding bei Budget-Skins. Um die Idee zu verdeutlichen, können wir ja einfach mal ganz kurz auf CSGO Stash oder wie es jetzt heißt, CS2 Stash gehen und uns einfach mal die teuersten AK-Skins anschauen und durchgehen, wie sehr die uns eigentlich gefallen. Wir suchen also nach Steam-Preis, gelistet oder sortiert nach Preis, der sinkt. Und landen an Platz 1 bei der Fire Serpent, gefolgt von der Hydroponic und der X-Ray. Und ganz ehrlich, Freunde, von den dreien gibt es vielleicht eine, bei der ich sage, die gefällt mir ästhetisch so sehr, dass ich die spielen würde als andere Skins. Und es wäre die Hydroponic, die ich übrigens auch mal hatte. Aber gleichzeitig, wenn wir weiter runterscrollen, ist eine Case Hardened potenziell geiler, ist eine Vulcan auf jeden Fall geiler. Gefolgt von der Fuel Injector, selbst der Jaguar, Raceland Rebel, Aquamarine Revenge oder Nightwish, selbst eine Redline ist geil. Also da gibt es wirklich viele Skins, die einen Bruchteil davon kosten, was eine Fire Serpent braucht oder eine Hydroponic oder eine X-Ray und trotzdem geiler sind. Und das ist jetzt natürlich mit einer MFA 1S Mudspec wenig zu vergleichen, aber hier halt ähnliches Spiel. Jetzt haben wir in der ersten Reihe bei der A1 die Imminent Danger, Hot Rod und Welcome to the Jungle. Von der Danger, die finde ich absolut furchtbar. Die Hot Rod, da lasse ich mit mir reden, aber nicht für einen Tausender und die Welcome to the Jungle ist halt geiler Skin, absolut, aber auch da halt die Frage, ob man das halt für den Preis nicht irgendwie doch besser kompensieren kann. Wie zum Beispiel mit einer fucking Prince Dream. Also ich meine, wow, unglaublich. Ansonsten noch Golden Coil hat in CS2 starkes Rebirth erlebt. Hyper Beast sowieso Klassiker. Also da gibt es wirklich viele Skins, die ich der Imminent Danger rein vom Optischen auf jeden Fall vorziehen würde. Und dann muss ich dafür keine 2000 Euro hinlegen, was ich sowieso nicht kann, fairerweise, aber halt eben auch nicht will. Und das ist eher so der Grundgedanke bei Budget Skins, beziehungsweise bei einfach ein bisschen Gedanken drüber machen, was man sich da eigentlich kaufen will. Oder wie ich, halt eben ziehen, aber das ist ja auch eher sowas Gesellschaftliches. Soweit zu Budget Skins. René beklagt sich verständlicherweise über das Matchmaking-System und das aktuelle Ranking oder die Ein-Rank-Phase, die wir jetzt alle in CS2 durchleben müssen. Und hat ein bisschen Angst davor, was passieren könnte am Ende von der Season, wenn Valve die Ränge einfach wieder komplett ausradiert und alle aufgrund von Chancengleichheit wieder bei Null anfangen dürfen. Und da muss ich ehrlich sagen, René, die Befürchtung habe ich nicht. Wir haben das in CSGO schon gehabt, dass wenn du eine Zeit lang nicht gespielt hast und somit deinen Rang verloren, dass du trotzdem irgendwie so in der Gegend deines alten Ranges Games gefunden hast. Und ich nehme stark an, das wird mit Seasons ganz ähnlich sein. Ja, das wird kein Hardwipe, das wird kein Hardcut, das wird eher weich und sanft und wir werden uns alle wieder einranken dürfen, vielleicht auch mit 10 Wins, wobei das halt ziemlich unnötig ist, aber zu dem Zeitpunkt werden wir auf jeden Fall keinen Hardcut machen in den Rängen, das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen. Alleine schon, weil das eben jetzt ja schon so chaotisch läuft, da wird Valve, jetzt muss ich vorsichtig sein, aber ich denke mal ihre Lehren ziehen und sagen, wir werden mit dem Abschluss einer Season nicht alle Ränge komplett löschen, sondern für die neue Season den alten Rang, das alte MMR, die alte Bewertung, schon mit in Perspektive setzen, was wir halt eben beim Sprung von CSGO auf CS2 nicht getan haben. Bedauerlicherweise. Ansonsten haben wir noch zwei interessante Meinungen über die Mecha Industries, die ich letzte Folge ein wenig gebasht habe. Dark King zum Beispiel hat sich damals die Mecha Industries in Go geholt, in FN, weil die im Menü geil aussah und nach einem Match direkt wieder verkauft, weil es einfach schmutzig war. Direkt unten drunter, How Late, hatte ebenfalls eine Deagle Mecha Industries, selbst gezogen und er mochte sie immer wegen diesen gemütlichen Farben. Perfektes Thema, Case und Kaffee, meine Freunde. Es ist ein Fest.
Ich habe wirklich große Freude daran, das wieder euch morgens zu präsentieren. Das ist sehr stark. Und ich habe große Freude, dass Case & Kaffee wieder ein fester Bestandteil eurer Routine wird. Morgens zum Kaffee, zum Frühstück, zum Brötchen, zum Croissant, wie ich schon gelesen habe. Oder halt, wie auch Akito schreibt, vor oder nach der Schicht, je nachdem, wie es halt eben reinkommt. Aber meine Freunde, das ist mir ein großes Fest und ganz viel Freude. Und dementsprechend freue ich mich, euch morgen wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen und weiteren Folge von Case & Kaffee. Und ansonsten, meine Freunde, wünsche ich euch einen wunderbaren Start in den heutigen Freitag. Ganz viel Erfolg bei dem, was ihr heute tun werdet. Haltet durch, Wochenende ist in greifbarer Nähe und auch natürlich einen wunderbaren Start dort hinein. Und damit hören wir uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin.